Mit uns im Studio darf ich jetzt herzlich begrüßen den Markus Kunz. Er ist Präsident von der Grünen. Herr Kunz, die ersten Stimmen, die wir jetzt gehört haben, tönen gut. Ruth Genner auf dem dritten Platz mit 4.500 Stimmen, aber auch der Dani Leupi sollte sozusagen auf Platz 8 doch in den Stadtrat noch gewählt werden. Zumindest nach dem jetzigen Stand. Ja, es ist sicher mal beruhigend, wenn man mit so einem guten Resultat kann starten kann. Aber es ist ja klar, was ich jetzt sagen muss. Eigentlich, das ist der erste von 12 Wahlkreisen. Dass der Ruth Genner so gut geschafft hat, das überrascht mich jetzt weniger. Aber es ist klar, auch nach den Umfragen, die jetzt da im Vorfeld rausgekommen sind, haben wir natürlich schon noch müssen in den Schlusssport noch ein bisschen zulegen. Jetzt sieht es vor der Hand mal gut aus. Jetzt bin ich extrem gespannt, was passiert. Was denken Sie bei den Gemeinderatswahlen? Dort werden Sie auch zulegen können. Wie schätzen Sie das ein? Ja, es ist so, dass Umfragen nie können, Panaschierstimmen, den Effekt können sie nicht abrufen. Und von dem her mache ich mir nicht so wahnsinnig Sorgen, dass wir jetzt würden verlieren. Aber vielleicht kommt es nicht ganz zu dem Erdrutsch, den wir uns vielleicht im Leislingen erhofft hätten. Markus Kunz, herzlichen Dank für die Einschätzung.